Stopp, du Wurm. Gratis kommst du hier nicht rein. Was willst du denn, Alter? 3800? Was ist das hier? Du kannst dich verpissen, wenn du das nicht weißt. Bleib, wo du bist. Geh mir aus dem Weg. Was? Was glaubst du, wer du bist? Du kommst hier nicht rein. Ich glaub gar nichts, ich weiß es. Zur Seite, und zwar Dalli. Okay, ist ja gut. Ah, merkst du was? Ich hab 3800 Dollar gerade gespart. Eddies gespart. Chat happens, was? Oh. So alt. Oh, ich glaube, das. Habe ich Rüstung? Ich glaube, das wird wehtun. Hey, was willst du? Das ist ein Boxclub, oder? Nein, ein Zahnarzt. Wenn du nicht auf die Börse stehst, hau ab! Hey, ich kenne dich. Du bist aus Watson, oder? Hat dein Vater nicht in Salmons Werkstatt gearbeitet? Ja, bevor sie ihn eingelocht haben. Ich erinnere mich. Bullen haben ihn beim Clown erwischt. Unter anderem, Leute sterben auf der Straße und die bepissen sich wegen Bagatelldiebstahl. Ach, Schlosser. Aber egal, was bist du? Bin zum Kämpfen hier. Du? Interessant. Wieso interessant? Frag mich, ob ich dich danach wiederkenne. Ernsthaft jetzt? Abwarten. Wir speichern das Ganze einfach mal. Wenn wir gegen diesen Bullen hier jetzt gleich kämpfen, ich weiß nicht, wie das ausgeht. Wer ist der Nächste? Na los! Oh. Hier. Stimmt, Rino. Daran erinnere ich mich noch an den Namen. Du bist Rino, okay. Ich bin für einen Kampf hier. Ach ja? Habt ihr hier noch nie gesehen? Frischfleisch? Könnte man sagen. Verdammt. Dann sei vorsichtig. Fremde sieht man hier nicht gern. Ein falscher Blick und du kriegst mit gebrochenen Beinen durch die Gosse. Aber wenn du mich besiegst, lege ich ein gutes Wort für dich ein. Dann kannst du die Ausrüstung benutzen, den Trainer treffen und so weiter. Echt? Oh, danke. Das ist nett. Wird ja gern geschehen, sagen. Aber du musst mich erst besiegen. Das kriegen und wir ich hin. Ich habe noch nie einen Kampf verloren. Tja, dann wird mal Zeit, ne? Sag mal, wem gehört der Club? Geil. Logan Garcia war mal der beste Boxer in Night City. Vielleicht sogar in den ganzen Staaten. Garcia, sag mir was. Du nicht ein bisschen? Dann schau dir mal einen seiner Kämpfe an. Schmeißen wir keine Eddies in den Topf? Nein, sobald Cash im Spiel ist, geht der Sportsgeist flöten. Ich bin nur zum Kämpfen hier, sonst nichts. Verdammt, wir können kein Geld machen, Leute. Ich bin bereit. Du sagst, du hast noch nie verloren? Ich sag, es gibt immer ein erstes Mal. Ich enttäusche dich ja nur ungern. Komm schon! Oh mein Gott, habt ihr ihren Trizeps gesehen? Die macht mich kalt. Ich meine natürlich, ich werde den Kampf gewinnen. Hast du gute Tech verbaut? Sensorenfilter? Rotoren? Powerkern? Das findest du gleich raus. Hast recht. Also dann, wollen wir? Oh Mist, die wird mir gleich so die Fresse einschlagen. Scheiße. Packen wir es an. Viel Glück, was du brauchen. Es tut mir leid, ich schlag normalerweise keine Frauen. Es tut mir wirklich, es tut mir leid. Es, wirklich, ich schlag normalerweise keine Frauen. Oh mein Gott,
Oh mein Gott, die Alter. Wow. Ich hab gewonnen. Gewonnen. Was? Du hast geschummelt. Die Frau macht mich kalt. Ich muss irgendwas in meinen Händen einbauen. Das schaffe ich so nicht. Ich brauche Cyberware. Wir haben uns ja gestern schon unterhalten. Nein, danke. Alles für die Katz, Mann. So, warte mal. Hier, genau. Die Bullen sind weg. Mal gucken. Barry? So heißt du doch, oder? Wer ist da? Wie? Ich wohne über dir. Erinnerst du dich? Haben über Autos geredet. Hast vom Mizutani-Shion geschwärmt. Und ich meinte, der wäre was für schwanzlose Angeber. So ein Unsinn vergisst man nicht. Dein Blick damals. Wär am liebsten ab durch die Mitte in die Badlands. So angepisst warst du. Ich erinnere mich. Ey, was willst du? Er macht die Tür auf. Leute, wir müssen uns an Verluste gewöhnen. Wollte nur sehen, was du so machst. Deine Freunde meinten, du hast die Einheit verlassen. Ich glaube, ich weiß warum. Diesen Blick kenne ich. Der ist bei Leuten wie uns gang und gäbe. Uns? Du siehst nicht wie ein Cop aus. Nicht nur Cops verlieren, Leute. In meinem Job ist man täglich mit dem Tod konfrontiert. Man gewöhnt sich dran, klar. Bis es jemanden trifft, der einem wichtig ist. Du also auch. Komm rein. Oh, danke. Ey, Drachenzimmer. Alter, du... Alter, Lüfte... Okay, lüften würde ich jetzt sagen, wird wahrscheinlich von morgens bis abends sein. Aber ey, räum mal auf. Ich habe auch jemanden verloren. War ein verdammt guter Freund. Was meinst du mit auch? Geht's hier um Andrew? Sie haben's dir erzählt. Nein, eigentlich nicht. Der beste Freund, den ich je hatte. Kannten uns mein Leben lang. Der Einzige, dem ich alles sagen konnte. Ich schätze mal, im NCPD hat sich gar nichts verbessert, oder? Einmal hat ein Maelstromer einen Jungen getötet. Direkt vor meinen Augen. Nur so zum Spaß. Ich konnte nichts tun. Der Hurensohn stand unter Konzernschutz. Ach, typisch. Unser Chief sackt eine anonyme Spende ein. Und was passiert? Offiziell hat der Junge sich selbst das Hirn rausgeblasen. Direkt vor deinen Augen. Irgendwas in mir ist da gestorben. Ich konnte das einfach nicht mehr. Kurz darauf starb Andrew. Das gab mir den Rest. Verständlich. Konntest du mit niemandem auf der Arbeit reden? Was ist mit Petrova und Mendes? Petrova ist nicht verkehrt. Aber sie kommt mit sowas nicht klar. Mendes rafft es einfach nicht. Der denkt, wir müssen hart sein. Wenn du nicht verkraftest, wenn ein Kind umgebracht wird, bist du für ihn mit Weichei-Genen geboren. Aber du hast ihm von Andrew erzählt. Ganz ehrlich, hab darüber nachgedacht, aber sie wissen nicht alles. Ist besser so. Kannst du mir sagen, wie Andrew starb? Das ist doch egal. Normal. Altersschwäche. Wenig überraschend. Schließlich war er nur ein paar Jahre jünger als meine Oma. Altersschwäche? In Night City? Dafür müsste man ihm eine Statue errichten, die alle bestaunen können. Eine Nische für die Urne muss reichen. Mendes weiß einen Scheiß vom Leben. Jeder hat seine Grenzen, sogar er. Er hat sie nur noch nicht erreicht. Anders als du. Und wenn er recht hat? Vielleicht habe ich feige Gene. Nur die Stärksten überleben, oder? Wenn du nichts fühlen würdest, dann hätte der Tod keinerlei Bedeutung. Hm, hast recht. Danke fürs Reden, Vi. Ich brauche etwas Zeit, um das sacken zu lassen. Keine Ursache. Bleib stark. Er schafft das schon. Aber hey, jetzt wissen wir endlich mal, wer hier sich hinter der Tür befindet. Okay, das ist nur Computer. Wenigstens nochmal so. Ich hab nichts gemacht. Okay, Badezimmer geht noch, ne? Ich dachte, es sieht schlimmer aus.
So, das haben wir gemacht. Oh, stopp, 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 stopp. Oh, sorry. Wir haben eine neue Tarotkarte. Was ist es? Die Sonne. Echt? Hätte ich niemals mit gerechnet. So. Sorry, ich fahr schon weiter. Mein Gott. Das Spiel macht Spaß. Und hier passieren so viele verschiedene Sachen, womit du gar nicht rechnest. 45 Euro bei Instant Gaming. Ach so, okay. Na, wen haben wir denn da abgeknallt, hä? Gangmitglied. Okay, der war sogar gesucht. Ja, viel Spaß damit. Wer ist er? Zivilist? Wahrscheinlich auch noch Zivilist, ja. Nichts Wichtiges. Kolumbarium? Weil deine Mama sehr krank war und nicht mehr bei uns ist. Aber sie schaut uns immer noch zu. Und sie hat dich so sehr lieb. Preston sagt, dass sein Papa gestorben ist, aber er kann trotzdem noch mit ihm reden, wenn er will. Weil Prestons Papa nicht im Himmel ist, so wie deine Mama. Preston sagt, sein Papa ist an einem besseren Ort namens Arasaka. Ah, der hat das Ding mit der Seele gemacht, mit dem Schiff. Und er sagt, wenn wir mehr Geld hätten, könnte Mama auch in Arasaka statt im Himmel sein. Und dann könnten wir sie jeden Tag besuchen gehen. Schatz, es tut mir so leid. Mann, Kind. Geht nicht anders. Kein Geld? Keine Seele zum Verfrachten. Tja, mein Beileid. So, Tarotkarte. Was haben wir jetzt hier? Die Mäßigkeit. Oh, ich sehe gerade. Er hält einen abgetrennten Arm. In der Hand. Okay. Zivilist. Zivilist. Yes. Okay, was soll ich denn jetzt hier finden? Wer bist du? Ich habe gerade zu tun. Ist in Ordnung, ich wollte dich nicht stören. Mein Gott, ey. Ich muss hier was suchen. Etwas finden. Hier. Oder unten drunter. Nee, es muss hier sein. Finde Andrews Nische, bevor du mit dem Polizisten sprichst. Ja, wo genau? Ich. Such Hallo? Dir mal einen Job. Was denn? Ich hab einen Job, Alter. Halt die Fresse. Mal gucken, vielleicht. Gibt's irgendwas unten drunter? Ach, da. Jesse Barry braucht Hilfe. Hier sind wir richtig. Schildkröte? Soll das ein Witz sein? Mal gucken. In Erinnerung an meinen besten Freund, Andrew. Du warst eine Schildkröte, aber du hast besser zugehört als jeder Mensch. Du warst an meiner Seite, als Oma mir erklärt hat, was richtig und was falsch ist. Du bist meine letzte Erinnerung an eine bessere Welt. Ruhe und Frieden. Oh mein Gott. Barry braucht wirklich Hilfe. Barry hat ein echtes Problem. Wenn die Schildkröte sein einziger Grund zum Aufstehen war. Jetzt verstehst du es langsam. Seine Freunde müssen das hören. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Kennst doch das Spielchen. Wenn du zu lange in den Abgrund starrst, starrt der Abgrund auch in dich hinein. Richtig. Der Schritt nach vorn liegt da nahe. Besonders bei dem Scheiß, den er im Leben gesehen hat. Wir müssen schnell hin. Wir müssen Barry retten. Fuck.
Hoffentlich hat er sich nicht schon selbst umgebracht. Vorsicht, Vorsicht. Danke. Du bist es. Hast du mit Barry geredet? Ja. Und er endlich wieder klar? Lass es einfach, Mendes. Hey, was hat Barry euch über den Freund erzählt, den er verloren hat? Nicht viel. Hat eher selten von ihm gesprochen. Aber Barry meinte mal, er wäre der Einzige, der ihn versteht. Ist schön, so jemanden zu haben. Wir haben geredet. Er wirkt ruhig, aber er ist wirklich am Boden. Ich glaube, er hat ein Problem mit Mendes. Was? Warum sagt er mir das nicht ins Gesicht? Sein Job hat ihm offensichtlich zugesetzt. Der konnte mit niemandem darüber reden. Er meinte, du hast nicht mal versucht, ihn zu verstehen. Na, hab ich doch gesagt. So ein Quatsch. Barry wird gern mal hysterisch. Muss man nur etwas schütteln, damit er zu Verstand kommt. Mal sehen. Wir sollten nachher noch mal zu ihm. Danke für die Hilfe. Das ist für deine Umstände. Was bekommen wir? 680, ja, wenigstens etwas. Geil. Naja, also, keine Ahnung, Klinge. Also, wie gesagt, ich habe die alten Teile von Assassin's Creed fand ich nicht so berauschend. Klar, Valhalla ist jetzt was anderes, ne? Aber ich weiß es nicht. Ich spiele lieber sowas hier. Da bin ich ehrlich. Alles muss man selber machen. Oder halt sowas wie Witcher. Meine Munition ist leer. So eine Scheiße! Fuck! Hallo mein Freund. Wollen Sie vielleicht auch... Da gab es gerade schöne Crits. Wo ist sein Kopf? Achso, er ist tot. Sehr schön. Madame, Sie sind frei. Sie können ruhig gehen. So, einfach mal drumherum gucken und die ganzen Sachen looten. Ja, Witcher, ne, das ist klar. Oh. War das vielleicht irgendwie so eine exotische Waffe? Oh, es ist so schön. Dass ich endlich so sagen kann, boah, geil, mit der Waffe spiele ich gern, aber bisher habe ich echt nur so minderwertige Dinger. Könnte noch nicht besser sein. So. So. Wieder der Polizei geholfen. Ohne Scheiß, ne? Wenn ihr merkt, dass ich hier lang fahre, geht mir bitte aus dem Weg. Mann, ich habe schon so viele Menschen überfahren. Einfach nur aus dem Weg gehen. Der Rest erledigt sich dann von selbst. Was haben wir denn hier? Also hier kann ich rein. Einfach so. Wie geil ist das denn? Bitte. Hm. Oh, hier. Ich kann Tätowierung kriegen. Mal gucken. Tiger Claws. Ermöglicht die Benutzung der Smart-Zielerfassung von Smart-Waffen. Verbindet die optischen Implantate des Benutzers direkt mit dem Waffensystem, wodurch Daten in Echtzeit verfolgt werden können. Waffen, wodurch Daten in Echtzeit? Ja? Ist ja das Gleiche. Ja, die sehen sogar gleich aus. Ich glaube, das ist ein Fehler, oder? ja.
Ne, nehmen wir einfach mal. Ich glaube, das ist ein Geschenk. Für mich. Ist es das? Ja. Ich glaube, das war gestern nicht vorhanden, oder? So ein Tattoo? Ich bin der Meinung, das war nicht vorhanden. Jetzt ist es vorhanden. Geil. Nächste Mission. Absolviert. Ruf Judy an. Atomic Love. Ist das Hauptmission, oder? Ja. Was war das? Fool on the Hill? Finde alle Tarotkarten. Okay, das können wir später machen. Aber ich glaube, wir machen das hier. So, wen soll ich anrufen? Ruft Judy an. Judy, ah, hier. Wie? Bist du das? Mhm. Scheiße, ich dachte, ach, du wärst... Judy, hallo. Tot. Nein, I'm still alive. Bist nicht die Einzige, die mich für tot hielt. Ich habe auch gedacht, dass es das für mich war. Ist nicht gut gelaufen, hm? Nicht ganz nach Plan. Du hast also davon gehört? Hast wohl mit Evelyn geredet. Musste ich nicht. Die ganze Stadt weiß davon. Die ganze Stadt? Hör zu, ich muss Evelyn finden. Eigentlich will ich nicht über sie reden. Weißt du, wo sie ist? Was habe ich gerade gesagt? Lass es. Ich werde mich nicht wiederholen. Judy, ich hab nur dich. Du bist meine einzige Hoffnung. Ich muss sie finden. Und ich weiß, dass du mir dabei helfen kannst. Und wer sagt, dass ich das will? Können wir uns treffen? Bitte? Bist du im Lizzies? Leute, ich muss kurz was lesen. Moment. Wir können loslegen. Wir müssen in Richtung Atomic Love. Und ich fahre in die falsche... nicht in die falsche Richtung. Sag mal. Was ist denn das hier? Prostitution oder was? Besonders helle Leuchte. Der sitzt bis zum Kinn in der Scheiße und muss dringend aus NC weg. Mehr Infos anbei. Okay, machen wir Mission verfolgen mal kurz. Wie geht's denn so, Herzchen? Naja, Madame, ich glaube, Sie müssten vielleicht mal Ihre Brille absetzen, weil, mit wem haben Sie denn geflirtet? Da ist niemand drin. Okay. Okay, viel Spaß euch beiden noch. So, absteigen. Wir müssen Menschen töten. Menschen lieb haben. Wie sah der Typ nochmal aus? Der hat so, so einen Sidecut gehabt, ne? Türkise Haare, glaube ich, ne? Warte mal, stand da eigentlich drin, was ich... Typen... Soll ich den umbringen, oder... keine Ahnung. Oh, was haben wir da? Ich glaube, da vorne ist er schon. Hä? Da stand doch gerade jemand. Okay. Okay, wir haben ihn. Puh. Das ist er. Wangbo Donggan. Irgendwas zum Ablenken? Irgendetwas? Da vielleicht das Ding? Ja.
Okay. Verdammt, ich dachte, ich muss ihn töten. Bist du Fang Bo? Bist du Wang Bo? Wang Bo? Ach so, ist das so? Bist du schnell wie ein Gepard, okay. Beeil dich, ich habe hier die Info, dass zwei vollgepackte Autos mit Tigers auf direktem Weg zum Motel sind. Was soll ich denn machen? Söldner gesucht. Ich muss ihn retten. Oh mein Gott, ich wollte ihn töten. Okay, Cheater. Solange ich bezahlt werde, nenne ich dich, wie du willst. Wie bist du hergekommen? Ja, 차 타고 왔지. 걸어 왔겠냐? 이 근처에 주차해 뒀어. Lass mich fahren. Mein Freund, warte, lass mich kurz mal deine Butze. Denkst du, ich bin blind oder taub? Halt's Maul, wenn du kein Blei fressen willst. Ja, komm rein. Rein hier. Mann. Was ist mit dir? Geh da einfach raus. Ja, aber hier für dein Alkohol bekomme ich eine Menge Geld. Ja? Soll ja nicht komplett umsonst gewesen sein hier. Okay, die Flasche kann ich natürlich nicht mitnehmen. So, ich würde sagen, versteck dich mal kurz. Und ich werde die ganzen Leute einfach mal zeigen, was Erziehung ist. Ich kann mich nicht verlinken, echt? Schade. Hier aber auch nicht. Verdammt. So. Tja. Ich würde sagen, eure... Ach, ich hab die... Ich bin immer der Meinung, dass ich Handgranaten bei mir trage. Hab ich aber nicht. Aber hier. Splitter, Handgranaten. Hier. Ihr dürft nicht mehr nach Hause fahren. Mach die Tür auf. Wie soll ich denn damit ziehen, Alter? Achso, muss ich gar nicht. Ich muss nicht mehr zielen. Schaut sich an, Alter. Wie geil ist das denn? Ich kenne den Fahrrad, Alter. Oh, warte, ich stehe nicht mehr hinter der Wand, warte. Oh, scheiße. Das ist ja eine geile Waffe. Heilige Scheiße, Mann. Die auch hier. Naja, das Kämpfen ist hier manchmal anstrengend, ne? Raus. Hallo. Ich hab dich nicht eingeladen. Mäuschen. Ah, scheiße, Munition. Nee, hä? Der kann gar nicht nachgeladen. Hä? Hallo, du sollst treffen. Okay, der ist gerade in irgendeinem beschissenen Winkel. Ja, weißt du was? Ich kann auch Handgranaten treffen. Hier. Ach, du lebst noch. Ja, weißt du was? Okay, ist nicht schlecht. Du sollst Baseballschläger aufheben.
Wo ist er denn? Wo ist mein Kumpel? Hä? Wo ist er denn? Mein Kumpel ist weg. Der hat sich gerade irgendwie aus dem Staub gemacht. Aber hier unten habe ich was zum Hacken. Oder zumindest. Ah, verbinden. Da brauche ich ein bisschen mehr. Schade. Warte, hier ist er doch. Hä, wo? Ach, der ist schon weitergelaufen. Der ist schon weitergelaufen. So, aber ich möchte mir noch die Sachen einsammeln, die hier verloren haben. Wusstet hier noch irgendjemand? Ich wollte gerade sagen. Müssen alle tot sein. So, dann lass uns mal los. So, meine Karre muss ich hier stehen lassen. Wow. Okay, jetzt steigen wir in so einem... Okay. Wir? Ohne mich wärst du jetzt ein Fleck an der Motelwand. Ja, dazu sagst du nichts mehr, ne? Ja, komm, schaffen wir noch. Keine Ahnung, wer das jetzt ist, dieser... Nein, 별명 같은 거 없어? Nein. Wie? Dann 이참에 뭐라도 생각해놔. Ach, wirklich? Ich brauch keinen Spitznamen. Okay, wir sind da. Steig aus. Ja, tschakka만! Aber, 저 새끼를 믿어도 돼? 너 가면 내 콩팥대 가고 그러는 거 아니지? Was soll ich denn das wissen? Regina hat sie selbst angeheuert. Keine Sorge. Arasso, arattago. Ah, derimen dejona. Kurigo. Was ist mit Geld? Was bekomme ich? Willkommen in der wirklichen Welt. Super Arbeit, wie. Juan Bo wollte dir den Spitznamen der wütende Löwe geben. Der wütende Löwe. Auftrag erledigt. Eddies sind unterwegs. Eddies sind unterwegs. Jetzt bin ich mal gespannt. Was bekomme ich dann? Hallo? Ich sehe nichts, dass irgendwas auf mein Konto gut geschrieben wird. Hallo? Ah, jetzt. 1390. Ja.